Hi, ich bin's, David, der Doktorand. Heute aus einem Hotelzimmer in Bochum, weil hier morgen früh die Informal Learning 2018 startet, bei der ich zu Gast sein werde. Und ich mache dieses Video aber eigentlich noch zur DGHD-Tagung von letzter Woche, so als Nachgang, weil ich auf einen Blogbeitrag aufmerksam geworden bin, den Gabi Reimann auf ihrer Webseite veröffentlicht hat. Der Blogbeitrag, den ich hier in der Videobeschreibung verlinke, hat den Titel Klassiker und Trophäensammler. Und im letzten Absatz kritisiert sie so ein bisschen das Format, dass jedes Jahr eine neue Tagung stattfinden muss. Und zwar schreibt sie konkret, haben die jeweils begrenzten Fach- und Praxisgemeinschaften tatsächlich jedes Jahr etwas substanziell Neues zu sagen? Ja, kommen wir überhaupt noch zum Lesen, Denken, Forschen, Schreiben, wenn ein Call den anderen jagt und das Jagdfieber der Paper und Slides Trophäensammler anheizt? Und ich bin zwar noch nicht so lange im Geschäft, aber ich muss sagen, ich finde das gut, dass es jedes Jahr Tagungen gibt. Auch wenn vielleicht jedes Jahr nicht substanziell Neues verkündet wird, so bietet es doch gerade Leuten wie mir, dem jungen Nachwuchs, der sich gerade so ein Themenfeld erschließt, eine gute Möglichkeit, sich in so einem Themenfeld ja zu orientieren, zurechtzufinden, erste Eindrücke zu sammeln und auch gleich mit Menschen in Kontakt zu treten. Und von daher finde ich das völlig in Ordnung, dass es jedes Jahr eine Tagung gibt, weil wenn sowas nur alle 2, 3 oder sogar nur alle 5 Jahre stattfinden würde, dann wären so Leute wie ich ruckzuck raus aus dem Geschäft, weil wir vielleicht gar nicht so lange im Bereich Hochschule tätig sind. Wenn ich natürlich regelmäßig auf solche Tagungen gehen kann, dann bietet sich das vielleicht an, dass ich längerfristig auch in dem Bereich bleibe, also in der Wissenschaft. Und von daher halte ich das für durchaus gesund. Die Frage ist, ob denn, und da stimme ich hier vollkommen zu, das Programm dieser Tagung so wahnsinnig umfangreich sein muss. Ich hatte auf der Tagung tatsächlich ein paar nette Gespräche, sehr anregende Gespräche. Und ich persönlich fände zum Beispiel bei so großen Veranstaltungen dann irgendwie ein Zeitslot von wegen hier Kaffeegespräche oder so irgendwas ganz sinnvoll, dass man einfach diesen persönlichen Austausch tatsächlich nochmal anregt, befeuert und möglich macht. Das war ja jetzt bei dem Tagungsprogramm fast gar nicht möglich. Und gerade dieser Austausch, den finde ich sehr sinnvoll, auch dass der online stattfindet, nämlich über Twitter und dass es dafür auch ein Twitter Award gibt. Man kann natürlich berechtigterweise die Frage stellen, ob so ein Award tatsächlich das geeignete Mittel ist, diesen digitalen Austausch zu fördern oder anzuheizen. Aber auf jeden Fall steigert er ein Stück weit die Motivation. Und klar, man kann natürlich dann kritisieren, dass die Leute nur noch auf Twitter schreiben, während sie in den Sessions sitzen und dann von der Session gar nichts mehr mitkriegen. Aber das muss ja jeder für sich ausmachen. Ja, also man kann natürlich auch in den Pausen dazwischen twittern und man hat so die Möglichkeit, auch aus den anderen Workshops und Veranstaltungsformaten so ein bisschen was mitzukriegen, vielleicht gezielt Fragen zu stellen und Antworten zu bekommen. Also ich finde, dass das ein geeignetes Mittel ist, ja, sag ich mal, zeitgemäße Kommunikation unter Wissenschaftlern zu betreiben. Und wenn dieser Austausch durch einen Award motiviert wird, also von mir aus extrinsisch motiviert ist, dann ist das für mich okay, weil Hauptsache dieser Austausch findet statt. Und das ist auch letzten Endes der Grund für dieses Video, dass das Internet ja jedem ermöglicht, seine Meinung kundzutun und Dinge zu kommentieren und so letzten Endes auch wieder den Dialog am Laufen zu halten. Das war also mein Kommentar zu dem Beitrag Klassiker und Trophäensammler von Gabi Reimann. Wie gesagt, Link in der Videobeschreibung. Bis dann. Ciao.